Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu meiner Review von Logan the Wolverine. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film und dann, wenn ich später in den Spoilerbereich gehe, weise ich euch auch nochmal separat darauf hin. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review erstmal bis zu diesem Punkt gucken, ohne euch zu spoilern. Das Jahr 2029. Es ist 25 Jahre her, seit der letzte Mutant geboren wurde. Die Welt hat sich gewandelt, die X-Men sind Geschichte und es gibt nur noch sehr, sehr wenige Mutanten auf der Welt. Einer der letzten von ihnen ist Logan. Dieser ist aber nicht mehr derselbe Logan wie vorher. Zumindest möchte uns der Film das glauben machen. Wolverine ist deutlich gealtert und sein Healing Factor, also seine Regenerationsfähigkeiten, funktionieren nicht mehr so wie früher. Wo man ihn früher einfach mit einer Pistole in den Kopf geschossen hat und ein paar Sekunden später die Kugel fröhlich wieder aus der Wunde herausgepurzelt ist, passiert das jetzt nicht mehr. Er wird bei sowas sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, ausgenockt, vielleicht sogar für ein paar Minuten oder sogar Stunden und seine Wunden heilen zwar, aber nur noch sehr, sehr langsam im Vergleich zu früher. Das haben die Filmemacher natürlich bewusst gemacht, weil so Wolverine, der ja früher die Ein-Mann-Armee war, und vielleicht ist es gerade diese Verletzlichkeit, aber auf jeden Fall ist Wolverine jetzt aggressiver, deutlich aggressiver, weil er ja, mit den Wunden, die er bekommt, nicht mehr so leicht umgehen kann wie vorher. Das führt zum einen dazu, dass dieser Film wirklich an X-Men-Standards gemessen extrem brutal ist. Es gab, glaube ich, noch nie einen brutaleren und einen heftigeren X-Men-Film. Die sind da echt nicht zimperlich mit der Gewaltdarstellung. Wolverine rammt seine Adamantium-Klingen in die Köpfe von irgendwelchen Spastis, die ihm das Auto klauen wollen. Und es ist ein totales Gemetzel wirklich. Da rollen Köpfe durch die Gegend. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht gefällt. Aber das alles haben wir mehr oder weniger nur Deadpool zu verdanken. What? Yeah. You're welcome, Planet Earth. Nur dank Deadpool haben wir diesen Film in der Art und Weise, wie er jetzt ist, bekommen. Denn normalerweise versucht Hollywood solche extrem krassen, gewalttätigen Filme zu vermeiden, da diese Filme einfach nicht so viel Geld einspielen, weil einfach nicht so viele Leute in solch einen Film gehen. Weil diese ganze Gruppe von Jugendlichen und Kindern wird ja automatisch durch die höhere Altersbeschränkung ausgeschlossen. Aber Deadpool hat gezeigt, dass auch solch ein brutaler Film sehr viel Geld einspielen kann. Und deswegen kann man einfach nur wieder sagen, Wade Wilson hat den Tag gerettet. Also ihr dürft jetzt keine krassen Megaschlachten erwarten, wie zum Beispiel bei den Avengers oder sowas. Wolverine ist ja sowieso mehr oder weniger der letzte Mutant, den es überhaupt noch gibt. Aber das spielt sich alles in kleineren, kürzeren Szenen ab, auf engeren, kleinen Raum, wo es wirklich nur um, ja, mehr oder weniger eigentlich Nahkampf geht. Genau die Situation, wo Wolverine eigentlich auch brillieren kann. Und so wie man das einfach noch aus den Comics kennt. Ich habe jetzt schon von ganz vielen Leuten gehört im Internet. Boah, das ist ja endlich der Wolverine wie aus den Comics. Nein, ist er nicht. Also, was wirklich jetzt endlich mal wie in den Comics ist, das ist halt die Gewaltdarstellung. Denn Wolverine ist einfach, ja, mehr oder weniger, eigentlich ist Wolverine so der Batman des Marvel-Universums, weil Wolverine einfach so der Anti-Held ist, der auf alle Regeln scheißt. Und ja, die Leute halt krass zerstückelt und so weiter. Halt, stopp, dann kann er doch nicht Batman sein. Es sei denn, Wolverine würde den Gegnern in den Kopf schießen und. Jedenfalls ist Wolverine der Böse unter den Guten normalerweise, der ja alle Register regelmäßig zieht und brutal ist. Und ja, das haben wir jetzt endlich mal bekommen. So brutal wie Wolverine in diesem Film ist, ist er normalerweise auch immer in den Comics. Und es ist schön, dass wir das jetzt haben. Mal ganz davon abgesehen, dass Deadpool den Weg geebnet hat für solche Superheldenfilme, die brutal sind, warum bekommen wir überhaupt diesen Wolverine jetzt so zu Gesicht, wie wir ihn in dem Film zu Gesicht bekommen? Ich glaube, das liegt einfach daran, weil das tatsächlich der
letzte Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine sein soll. Er hat gesagt, das soll seine letzte Wolverine-Rolle sein und danach möchte er mit Wolverine nichts mehr zu tun haben. Hugh Jackman hat zwar noch Bock auf die Rolle von Logan oder Wolverine an sich, es ist nicht so, dass er den Charakter nicht mehr sehen kann, aber er hat mehrfach in Interviews gesagt, dass er keinen Bock mehr hat, extrem viel Sport zu machen und sich hammermäßig aufzupumpen. Kann ich verstehen. Come on, this is what I'm talking about right here. Oh, you brought a little vino too? Oh, no. Thank you. Er hat sogar von sich aus gesagt, er nimmt weniger Gage oder Gehalt für diesen Film in Kauf, einfach damit das Studio nicht so hohe Investitionskosten hat und das Risiko kleiner ist, dass sie viel Geld verlieren. Also hat Hugh Jackman wirklich sein eigenes Privatvermögen im gewissen Sinne dafür geopfert, dass er den Film so machen kann, wie er jetzt geworden ist. Finde ich cool. Zeigt aber auch definitiv, dass der Film so eine gewisse kleine Ego-Nummer von ihm ist und das kann man jetzt finden, wie man will. Ich glaube, ich könnte eine kleine Liste zusammenstellen von Dingen, die mich genauso wenig interessieren wie unsere letzte gemeinsame Woche. Das, was die Yankees verdienen, sämtliche Werbespots der Welt, sämtliche 5-Liter-Autos, sämtliche Talkshows, einfach alles auf der Welt und im Sonnensystem. Einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, was existiert. Und zwar in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und in allen künftig noch zu entdeckenden Dimensionen. Ach, und Hugh Jackman. Hugh Jackman ist Wolverine. Was erlaubt er sich? Mal von der Verzückung abgesehen, die ich dabei empfunden habe, als Gliedmaßen und Blut durch die Luft geflogen sind. Was hat der Film noch so in mir ausgelöst? Ich fand es tatsächlich krass zu sehen, wie Charles Xavier bzw. Professor X als eine Art degenerierter, Alzheimer-kranker, gebrochener Mann von Logan gepflegt wird. Das ging mir echt ein bisschen an die Nieren, weil er eigentlich der Charakter ist, den man in den vorigen Filmen kannte, als das Mastermind, das irgendwie alles überblickt hat, das den Plan geschmiedet hat, das irgendwie immer dafür gesorgt hat, dass alles am Ende irgendwie für alle gut ausgeht. Und jetzt zu sehen, wie dieser Charakter so krass am Ende ist, puh, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Außerdem muss man sagen, ist das natürlich die beste Möglichkeit, eigentlich auf einen Schlag zu zeigen, dass die Welt der Mutanten komplett am Arsch ist, wenn die Definition eines guten Mutanten jetzt so abgefuckt in dem Film ist. Aber es wäre ja kein X-Men-Film von Fox, wenn es nicht auch hier wieder einige Kontinuitätsfehler geben würde. Das muss einfach da rein, glaube ich. Ich weiß, das ist jetzt richtig hart Korinthenkackerei. Aber warum zum Fick hat Professor X auf einmal wieder Haare? Wieso? Der hat zwar oben noch eine Glatze, aber hier hinten hat er schon so einen weißen Schopf. Der erinnerte mich mit seiner Frisur so ein bisschen an Mr. Burns. Ausgezeichnet. Die Frage ist aber, warum? Er dürfte gar keine Haare mehr haben. Die sind ihm ausgefallen wegen dem Serum. Das ist nicht so, weil er sagt, oh, ich finde eine Glatze richtig super. Nein, ihm wachsen einfach keine Haare mehr. Und am Ende sieht man einfach, er hat Haare. Das ist jetzt wirklich nichts, was irgendwie schlimm ist. Man hat halt Haare, ist ja eigentlich scheißegal. Warum ich dieses bescheuerte Beispiel jetzt aber nehme, ist, um einfach aufzuzeigen, wie wenig Energie in den Fox-Filmen, in den X-Men-Filmen darauf verwendet wird, die Kontinuität zu wahren. Ich weiß auch nicht. Ich könnte jetzt noch andere Beispiele aufführen, die weitaus schlimmer sind, aber dann komme ich aus dem Raging wieder nicht raus und dann, ich will das Ding auch irgendwie zu Ende bringen. Eine richtig, richtig coole Sache, die genau diesen Punkt so ein bisschen mit einem Augenzwinkern aufgreift, ist aber die Tatsache, dass es in diesem X-Men-Film tatsächlich X-Men-Comicbücher gibt. Zieht euch das mal rein. In dem Film gibt es Comicbücher über Wolverine. In dem Film selbst. Lustigerweise wird da in dem Zusammenhang nämlich auch direkt gesagt, dass das meiste davon so überhaupt nicht passiert ist und das meiste erstunken und erlogen ist und das so überhaupt nicht passt. Fand ich ganz lustig, weil sie damit im Prinzip selber sich ein bisschen auf die Schippe nehmen, dass sie ja das, was in den Comicbüchern steht, überhaupt nicht so umsetzen. Apropos Comicbücher und Vorlage und so weiter, der Film basiert ganz grob auf dem Comicbuch Old Man Logan Wolverine
Und wie ihr schon sehen könnt oder erahnen könnt, Wolverine ist in dem Comicbuch alt und hat keinen Bock mehr. Und natürlich mein Standardsatz, wie könnte es anders sein? Das Comicbuch ist natürlich eine Fiktion mal besser als der Film selbst. Und ich empfehle jedem Fan von Wolverine explizit dieses Comicbuch zu lesen, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Die Parallelen vom Comicbuch zum Film sind eigentlich nur die folgenden. Wolverine ist alt und sein Healing-Faktor funktioniert nicht mehr so richtig. Wolverine lebt ein Farmerleben in einer Wüste. Wolverine begibt sich gegen Geld auf eine Art Roadtrip. Wohingegen folgende Dinge in dem Comicbuch sind und eigentlich richtig, richtig cool auf der Kinoleinwand gewesen wären, aber nicht im Film sind. Wolverine führt ein simples Farmerleben und hat eine Frau und zwei Kinder. Wolverine lässt sich von allen Leuten herumschubsen und möchte nicht mehr kämpfen und hat dafür einen verdammt, verdammt, verdammt guten Grund, warum er nicht mehr kämpft. Wolverine begibt sich auf einen Roadtrip nicht mit Professor X, sondern mit Hawkeye, der mittlerweile blind ist. Und sie fahren im Spider-Mobil, quasi dem Batmobil von Spider-Man, durch die Gegend. Bruce Banner betreibt widerlichen Inzest und hat mehrere hunderte Hulk-Kinder mit seiner Cousine gezeugt. So ziemlich jeder verdammte Held auf dem Marvel-Universum ist tot. Red Skull ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie kämpfen gegen einen Venom-T-Rex. Venom, der schwarze Symbiont von Spider-Man, verbindet sich mit einem T-Rex und sie kämpfen gegen einen Venom-T-Rex. Leute, das waren jetzt wirklich nur ein paar Punkte. Da sind noch sehr viel mehr Sachen und sehr viel krassere Sachen auch noch in diesem Comicbuch. Lest es. Ich gehe auf ein, zwei Punkte später auch nochmal im Spoilerbereich drauf ein. Aber an dieser Stelle sei einfach gesagt, verschenktes Potenzial und so weiter, wisst ihr schon, ne? Eine andere Sache, die man, glaube ich, versucht hat, so ein bisschen aus dem Comicbuch zu übernehmen und in den Film zu transportieren, was aber nicht so richtig funktioniert, meiner Meinung nach, ist der Gegner, beziehungsweise das Thema, dass es keinen richtigen Gegner gibt oder nochmal anders ausgedrückt und ganz metaphysisch gesprochen, die Welt an sich der Gegner von Logan ist. Logan ist dem Leben nur noch überdrüssig und möchte eigentlich seinen Lebensabend ganz weit weg, entfernt von jeglicher Zivilisation, zusammen mit Charles Xavier auf dem Meer verbringen und die Welt um ihn herum, seine Vergangenheit, die ihn einholt und so weiter und so fort, das alles sind halt Stolpersteine, die ihm in den Weg gelegt werden. Er wird halt von Leuten verfolgt oder von Leuten angesprochen, eben weil er der Wolverine ist, den hammer viele Leute kennen und der sowas wie eine kleine Legende geworden ist. Der Knackpunkt oder der Unterschied zu dem Comicbuch, auf dem die ganze Sache so ganz grob basiert, ist eigentlich der, dass Wolverine sich im Comicbuch eher verzieht und sagt, ich will nicht kämpfen, nein. Und er versucht, jeglichen Konflikt eigentlich aus dem Weg zu gehen. Dadurch werden bestimmte Spannungen in der Story erzeugt. Und hier ist es aber einfach so, dann Wolverine trotzdem berserkermäßig alles niedermetzelt. Nicht falsch verstehen. Das ist natürlich cool. Das ist mega cool. Das ist super duper cool. Aber das trägt nicht so wirklich dazu bei, dass die Reise, die er da antritt, irgendwie wirklich spannend ist. Stellenweise ist der Film ein bisschen langatmig und ich habe mich gefragt, wann endlich wieder die nächste Action-Szene kommt, weil die Sachen wirklich einfach nur so ein bisschen dahinrieseln, meiner Meinung nach. Und man hat nie so das Gefühl, dass auf diesem Roadtrip, auf dem sie sich befinden, obwohl sie verfolgt werden, wirklich verfolgt werden. Also es ist selten so, dass man wirklich das Gefühl hat, dass sie sich beeilen müssen, dass da irgendwie Hektik drin ist oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Das plätschert die meiste Zeit einfach nur so vor sich hin. Das hätte man besser machen können, indem man relativ früh einen imposanten Gegenspieler halt in die Story einführt. Es gibt später auch einen gefährlichen Gegenspieler. Das möchte ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht spoilern, wer das ist. Aber der kommt meiner Meinung nach einfach zu spät. Und der Weg dahin dauert einfach zu lange. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten sie einfach Mr. Sinister in den Film packen können, in einer erdgebundeneren, anderen Form. So wie ich das in meiner letzten X-Men-Review auch vermutet hatte. Was ich, glaube ich, auch noch hervorheben sollte, ist, dass dieser Film wirklich nicht besonders lustig ist. Der ist echt trocken, der ist echt hart, der ist echt brutal. Das ist schon so ein bisschen mehr oder weniger so ein Anti-Western, könnte man so vielleicht beschreiben. Im ersten Moment wirkte das auf mich überraschend, leicht irritierend, weil ich eigentlich erwartet hätte, dass man gerade mit Laura, dem Kind in dem Film,
so einige, ja, Gags einbauen könnte und dass die Leute sich wahrscheinlich auch darauf stürzen werden, also die Storyschreiber, aber das hat man hier tatsächlich nicht gemacht. Und auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich das echt gut, weil man seiner Linie treu geblieben ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, man hat mit dem Kind, mit Laura, jetzt nicht so viel im Film angefangen. Also sie ist eine gewisse Art und Weise ein Spiegel für Logan selbst, wie er früher war. Auf der anderen Seite wirken die, ich sag mal, väterlichen Gefühle, die sich im Laufe des Films aufbauen irgendwann bei Logan und Laura, da so ein bisschen abrupt und so ein bisschen plötzlich und auch so ein bisschen awkward. Kann ich nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten ging, die den Film gesehen haben, aber für mich wirkte das irgendwie so ein bisschen deplatziert in den Momenten, wo das dann tatsächlich passiert. Das hätte man vorher auch ein bisschen besser ausbauen können. Und weil wir mal sehr abrupt und plötzlich sind, möchte ich jetzt auch schon direkt zur Bewertung dieses Films kommen. Nach jetzigem Stand ist Logan der allerletzte Wolverine-Film, den wir jemals bekommen werden. Der allerletzte Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine. Und diesem Umstand haben wir es zu verdanken, dass Hugh Jackman tatsächlich alle Register bei diesem Film gezogen hat. Sei es bei dem Thema des Films, sei es bei der Welt des Films, sei es bei dem Stil des Films, sei es bei der Brutalität des Films. Überall wurden für X-Men-Verhältnisse alle Register gezogen und wir bekommen einen X-Men-Film, den wir nur Deadpool zu verdanken haben und den wir so zuvor noch nie gesehen haben. Der Film möchte dem Zuschauer glauben machen, dass Wolverine jetzt ein anderer ist, dass Wolverine sich total verändert hat. Und das stimmt auf der einen Seite, weil die Welt sich einfach krass geändert hat und Wolverine wirklich, wirklich alt geworden ist. Auf der anderen Seite ist Wolverine aber einfach Wolverine und metzelt alles über den Haufen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Film ist stellenweise etwas langatmig, die Kampfszenen, die in dem Film drin sind, sind sehr gut und erfüllen ihren Zweck umso mehr dadurch, dass sie so rar gesät sind. Aber ich finde, zwischendurch hätte man das Ganze einfach noch ein bisschen anders aufziehen können, damit es nicht ganz so langatmig wird. Da hilft es auch nicht wirklich, dass wir nur irgendwelche aalglatten Schurken bekommen, die eigentlich total 0815 und austauschbar sind. Aber der Film soll sich halt auf Wolverine konzentrieren. Das ist Hugh Jackmans Ego-Nummer und er möchte den Charakter Wolverine zu einem Abschluss bringen, der auch, muss man ehrlich sagen, für das Filmuniversum sehr gut funktioniert. Trotzdem muss man sagen, obwohl der letzte Wolverine-Film zwar zu einem befriedigenden Ende gekommen ist, wurde der Staffelstab, wenn es denn überhaupt ein Staffelstab mit X-23 bzw. Laura ist, das wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht, aber wenn es einer ist, dann wurde der schon etwas holprig übergeben. Das hätte man alles noch ein bisschen besser handhaben können, ein bisschen mehr Feintuning und so weiter. Schade eigentlich. Also, solltet ihr euch Logan, The Wolverine, ansehen? Vielleicht. Ich persönlich hatte Spaß mit dem Film. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so rübergekommen ist, weil mir selber auch bei dem Aufnehmen jetzt aufgefallen ist, dass ich fast nur negative Punkte aufgezählt habe. Aber ich muss tatsächlich sagen, der einzig richtig, richtig positive Punkt ist halt die Gewalt in dem Film. Und ansonsten, ja, es wird ein bisschen mit der Nostalgie gespielt, es wird ein bisschen mit Emotionen gespielt, wenn ich mir Professor X angucke. Aber wenn ich daran denke, dass eigentlich der große Selling Point für mich persönlich nur die Gewalt in diesem Film war und ich weiß, dass nicht unbedingt alle Leute auf so viel Gewalt oder auf diese Art und Weise von Gewalt in Filmen stehen, ja, da muss ich sagen, muss man halt gucken, kommt drauf an, wie man dazu steht. Ich persönlich muss sagen, es ist der allerbeste Wolverine-Film, den wir bisher bekommen haben. Aber Leute, ganz ehrlich, die Messlatte ist nicht wirklich hoch. Ich meine, welche Wolverine-Filme hatten wir denn vorher? Wolverine, Weg des Kriegers? Der ist ja wohl ein bisschen suboptimal, ne? Und was hatten wir noch? Days of Future Past? Okay, das ist jetzt eigentlich ein kompletter X-Men-Film. Obwohl Wolverine ja mehr oder weniger die Hauptrolle spielt. Aber eigentlich ist es ein X-Men-Film. Und von daher zählt das nicht.
Ja, und dann hatten wir noch X-Men Origins Wolverine. Dieser non-kanonische Bullshit. Ich meine ganz ehrlich, guck dich das doch mal an. Die Messlatte war nicht wirklich hoch. Und ja, es ist der allerbeste Wolverine-Film, den wir jemals hatten. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Ich meine, ja, ich hatte Spaß mit dem Film, aber ich glaube, ich hätte genauso viel Spaß mit dem Film gehabt, wenn ich nicht im Kino gewesen wäre und ich ihn mir ein paar Monate später auf Blu-ray angesehen hätte. Ich rieche Spoiler. So, Wolverine stirbt am Ende. War, glaube ich, zu erwarten. Mit dem ganzen Marketing, was vorher betrieben wurde und so weiter und Hugh Jackman gesagt hat, ey, das wird mein letzter Wolverine-Film, war es klar, dass Wolverine am Ende sterben muss. Und sie haben seinen Tod innerhalb der Story auch logisch erklärt und sie haben seinen Tod auch, ja, ich sag mal, ganz gut dargestellt an sich. Trotzdem finde ich, war letztlich der Tod von ihm irgendwie, ja, ein bisschen unbedeutend. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Wolverine jetzt nicht der große Retter der Menschheit war und da sonst was für Häuser eingerissen hat. Das jetzt gar nicht mal. Aber ich finde einfach, dass sein Tod leicht hätte verhindert werden können und das hatte jetzt nicht so den krassen Impact. Ja, okay, er hat die Kinder gerettet. Denkt nur mal an die Kinder. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Die neue Mutantengeneration hat er es ermöglicht, dass sie ein Leben führen für sich allein. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Hätte man mehr rauskitzeln können, wirklich. Ich fand das einfach, ja, es hat mich nicht so gecasht einfach. Zumal man auch sagen muss, wie er X-24, also den jüngeren Wolverine-Klon, besiegt hat, den er ja eigentlich gar nicht so richtig besiegt hat, sondern das war dann ja Laura eigentlich, die mit der Adamantium-Kugel in den Kopf geballert hat. Continuity-Fehler. Ist ja... Ich meine, ja, okay, X-Men Origins Wolverine ist jetzt nicht mehr Kanon, aber trotzdem wurde damals gesagt, oder damals ist es tatsächlich so passiert, dass Wolverine mit einer Adamantium-Kugel in den Kopf geschossen wurde und er hat sein Gedächtnis verloren, hat ein dolle wehgetan. Und jetzt auf einmal ist es so, dass mit einer Adamantium-Kugel der gesamte Kopf weggesprengt wird. Ich meine, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, also ich hätte es krasser gefunden, wenn Wolverine wirklich aus seiner eigenen Kraft heraus sein jüngeres Ich einfach verdroschen und irgendwie getötet hätte. Und nicht, dass er auf die Hilfe von Laura angewiesen war. Klar, das kann man jetzt, gerade wenn man da so fröhlich hin und her interpretiert, so und so sehen. Es gibt bestimmt noch einige Leute, die das cool finden, dass er nur mit Hilfe dieses Mädchens, auf das er am Anfang keinen Bock hatte und die er dann am Ende doch gerettet hat, dass er nur mit ihrer Hilfe den großen Gegner besiegen konnte und so weiter. Ja, okay, funktioniert auch. Aber ich hätte es andersrum besser gefunden. Außerdem muss ich jetzt hier mal sagen, was für ein Bullshit Wolverine bzw. Hugh Jackman selber sagt, dass er zu alt wird, um Wolverine zu spielen. Ja, ich weiß, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Der hat einfach nur keinen Bock mehr, sich fit zu halten, was ich auch komplett verstehen kann. Der hat genug Millionen auf dem Konto. Warum soll er sich noch krass irgendwie den Arsch aufreißen? Er kann auch andere Rollen spielen, wo er nicht total durchtrainiert sein muss, ne? Aber ich finde gerade anhand von X-24, dem jüngeren Klon von Wolverine, hat man gesehen einfach krass, dass Hugh Jackman noch nicht zu alt für die Rolle von Wolverine ist. Der könnte das locker noch ein paar Jahre weitermachen. Und ich finde es jetzt einfach nur so richtig schlimm und richtig schade, jetzt wo wir einen anständigen Deadpool-Film hatten und wahrscheinlich auch einen echt anständigen Deadpool 2 bekommen, dass wir wahrscheinlich niemals so richtig das Zusammenspiel zwischen Hugh Jackman als Wolverine und Deadpool sehen. Das wäre aber einfach so gut. Das wäre nochmal so ein richtiger Fangasm. Also ich würde mir einfach wünschen, dass Hugh Jackman sagt so, yo, Deadpool ist cool, da mache ich nochmal mit. Das wünsche ich mir wirklich aus tiefstem Herzen. Und ich glaube, Hugh Jackman hat zwar gesagt, dass er keinen Bock mehr hat, an sich Wolverine so zu spielen, aber ich glaube, er hat auch mal in Interviews gesagt, dass er Deadpool halt echt cool findet und er einem Cameo-Auftritt an sich auch gar nicht so sehr abgeneigt wäre. Deswegen, wir schauen einfach mal, was die Zeit uns bringt.
man wird ja noch träumen dürfen. Aber wenn es das jetzt gewesen sein sollte, dann wäre es halt echt krass schade. Oh, Wolby, time to wake up. Rise and shine, Stubby. Wake up, up and at 'em. Fine, then. That's for all the clown jokes. That's for never calling just to say hi. That's because I get aroused when I slap people. That's for all the furry midgets in the world. That's because I feel like it. Why won't you wake up? Wake up! That's because the player keeps mashing the button. That's because I like slapping fleshy things with this hand. That's for being in more comics than me. That's for making me love you. Also, ich muss jetzt nicht noch einen weiteren Wolverine-Solo-Film sehen. Davon hatten wir wirklich genug. Und ich muss auch keinen X-Men-Film mehr sehen, wo Wolverine jetzt die Hauptrolle spielt. Sie können von mir aus in ein paar Jahren gerne einen anderen Typen als Wolverine casten, der dann auch hoffentlich den blau-gelben Spandex bekommt und wirklich so aussieht, wie Wolverine in den Comics auch aussieht. Ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal einen langen Hugh Jackman-Wolverine-Film sehen, davon hatten wir genug. Aber ich möchte wirklich, wirklich noch Wolverine und Deadpool sehen. Und eine Sache, die ich noch ansprechen muss und ich jetzt auch nochmal extra darauf hinweise, Spoiler für das Comicbuch Old Man Logan. Denn ich habe ja vorhin gesagt, jeder sollte es lesen, wer da Bock drauf hat. Also deswegen Spoilerwarnung auch nochmal für das Comicbuch. Denn in dem Comicbuch ist es ja so, dass Wolverine nicht mehr kämpfen möchte, weil er einen Grund hat. Und das Comicbuch zögert es relativ lange hinaus, bis wir erfahren, warum denn Wolverine eigentlich so auf diesem Trip ist. Und es stellt sich dann heraus, dass er durch einen Trick von Mysterio die gesamte X-Men-Schule, alle X-Men selber abgeschlachtet hat. Er hat ihn halt ausgetrickst mit Illusionen und so weiter und Wolverine hat alle anderen X-Men abgeschlachtet. Und danach war er so gebrochen und so fertig mit der Welt, dass er halt gesagt hat, ich werde nicht mehr kämpfen. Und es geht in diesem Comicbuch ja eigentlich darum, dass Wolverine noch Zeit hat und dass Wolverine noch was mit seinem restlichen Leben anfangen kann. Selbst nachdem seine neue Familie von der Hulk-Gang niedergemetzelt wurde, selbst dann hat Wolverine noch Zeit und kann noch etwas Gutes in der Welt bewirken und zieht aus, um ja nochmal ein bisschen aufzuräumen und nochmal ein Held zu werden. Und ich hatte eigentlich gedacht, so ähnlich machen die das bei dem Film auch, weil ja auch sogar tatsächlich Charles Xavier zu ihm sagt, Logan, du hast noch Zeit. Oh, lass uns ein Boot kaufen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, haben die das irgendwie so umgemodelt, dass Logan, du hast noch Zeit, in Logan, du musst dir eine Tochter aus dem Arsch ziehen. Und ich möchte es nochmal sagen, mir hat der Film gefallen, ich fand ihn gut. Jetzt nicht mega, aber ich fand ihn gut. Nur ich weiß halt, dass diese Art von Film nicht vielleicht jedermanns Sache ist oder nicht für jeden gemacht ist. Und von daher halt meine Bewertung. Gut, ich möchte mich jetzt natürlich zum Ende erstmal wieder bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked ihr es und teilt es. Bitte ein Like unter dem Video. Tut keinem weh. Hilft mir aber, in YouTube höher zu kommen bei meinem Rise to Internet Domination. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich in dieser Art und Weise einfach unterstützen würdet. Und mich interessiert natürlich, was denkt ihr über Logan? Wart ihr mit dem letzten Auftritt von Wolverine in Filmform einverstanden? Oder habt ihr euch da mehr erwartet? Fandet ihr, die Kampfszenen waren angebracht, cool und so weiter? Oder fandet ihr das zu heftig? Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jeden Kommentar von euch zu antworten. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö. Luke, you're our only hope.